Servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Neue Folge. Anne im Hintergrund. Hallo. Ja, aber darum geht's heute nicht. Weil Anne hat mich heute eigentlich nur hergefahren. Ich bin mal gespannt, was das heute hier wird. Wir haben hier einen kleinen Stadtsee. Wir waren hier letztes Jahr. War das letztes Jahr? Nein. Ja, also wir... Was? Das kann auch davor das Jahr gewesen sein. Jedenfalls waren wir hier schon mal angeln und hier kann man echt gute Überraschungen drin fangen. Also ich glaube, wir hatten sogar einen kleinen Koi-Karpfen oder irgendwie sowas. Eine schöne Giebel, alles möglich, gar nicht so lange quatschen. Normalerweise haben wir da unten gesessen, also mitten im Wasser. Jetzt sind überall in den Seen, ich meine, jeder hat es mitbekommen, da hat es richtig kräftig geregnet, tagelang, wochenlang, richtig viel Wasser wieder reingekommen. Für die Seen gut. Für die Angler muss man gucken, wo die Fische jetzt stehen, wa? Aber erstmal baue ich mal schnell hier auf und dann gucken wir mal, was heute hier zu fangen ist. Wow. Ich glaube, die beiden Kinder mit der Bodenangel. Schöner Fisch. Said, guck mal, ich nehme den Fisch an. Da geht's Petri, schöne Barbe. So, die Bienenangeln haben wir schon mal vorbereitet. Alles andere stellen wir erstmal beiseite. Anne hat mich schon wieder ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich bin mit so wenig wie möglich Zeug zum Wasser. Wir haben hier einen Stuhl, ein paar Köder, unseren Wassereimer. Da drinnen ist der Futtereimer mit dem Futter. Was wir uns auf jeden Fall anrühren. So, da müssen wir ein bisschen aussortieren. Futter erstmal raus. So, dann machen wir hier gar kein Hexenwerk, sondern wir haben hier eine ganz normale Futtertüte. Da steht jetzt Karpfen drauf. Ja, wenn es Karpfen hier drin gibt, bitteschön. Aber es ist einfach ein Futtermix, wo alles drin ist. Ja, und dann nehmen wir auch bloß die eine Tüte jetzt erstmal, die wir anmischen. Mehr machen wir da erstmal gar nicht dran. Den Müll erstmal beiseite. Achso, cool, nee, wir haben da hinten sogar den Mülleimer. Aber erstmal stecken wir die Tüte weg, dass er nicht wegkommt. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Wasser. Ja, und wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, wie viel Schluck am Anfang schon ran müssen. Aber für jeden, der nicht so viel schon im Futter rumgerührt hat, macht das immer nach und nach ein bisschen. So, weil man sieht es nämlich schon, guckt an, das war ein kräftiger Schluck und das Futter ist so gut wie fertig. Das lasse ich aber jetzt noch mal ein bisschen ziehen, weil so ein Fertigfutter hat oft die Eigenschaften, dass es so nach 3-4 Minuten noch mal einen richtigen kräftigen Schluck Wasser noch mal vertragen kann. Ja, zur Montage. Wir haben eben mal ganz normal unsere Durchlaufmontage hier. Futterkorb, 20 Gramm hier drin. Dann haben wir hier ein kleines Auftriebspärchen und einen kleinen Haken. Das wird eine Montage sein, um zu gucken, ob die Fische vielleicht ein bisschen höher stehen. Oder, man weiß es nicht, wie ist der Krautbewuchs jetzt hier drin? Oder wie viel Schlamm ist jetzt hier drin durch das viele Wasser? Und hier, zweite Route, Durchlaufmontage, 20 Gramm Futterkorb und wieder mein Kombi-Vorfach, also Mono oder Fluorcarbon, selber gebunden. Mit hier ein kleines Messed Feeder Haken Vorfach mit einem kleinen Dammel dran. Da probieren wir uns ein bisschen aus. An beide Haken, auch da wo der Dammel dran ist, kommen erstmal Mahnen ran. Dann kommen die da hinten an die Schilfkante. Ihr seht es, da steht hier der Wind drauf. Der Wind hat sich nicht verändert heute den ganzen Tag. Also kam immer aus einer Richtung. Also wird da das Futter rangesprüht. So die Theorie. Und dann kommen wir zur Praxis. Ich habe hier die kleine Kamera, um vielleicht ein paar Live-Bisse zu filmen. Wenn es welche geben sollte. Schauen wir mal. So fangen wir erstmal an. Futterkorb gefüllt. Und dann drei kleine Mahnen hier dran. Die kommt an der Seite an der Schilfkante und die andere ein bisschen weiter rechts davor. Und dann schauen wir mal.
So, dann ist die erste schon scharf. Wie gesagt, die Kamera ist an mit einer verspäteten Aufnahme eingestellt, dass wir vielleicht, wenn Bisse kommen sollten, Live-Bisse filmen können. Und dann schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Nicht nur ihr müsst euch überraschen lassen, sondern ich auch so ungefähr. Weil keine Ahnung, ob die Fische jetzt hier schon beißen in den Teich, was hier passiert ist die ganze Zeit. Also wir waren über ein Jahr nicht mehr hier, so ungefähr. Keine Ahnung. Und natürlich, wo die Fische stehen, weil das Wasser sich natürlich, der Wasserstand extrem verändert hat. Schauen wir mal. Aber nicht lang quatschen, die zweite Route muss rein. So, wie gesagt, zweite Route genauso, Futterkorb. Und dann haben wir hier einen kleinen weißen Dumbel dran und noch zwei Maden, damit es noch ein bisschen, naja, wackelt da unten, noch ein bisschen Fleisch da dran ist, noch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Proteine, was die Fische vielleicht haben wollen. Die kommt auch in die Route. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert. Schöner Biss. Und wieder ein richtig schöner Fisch. Wahnsinn, geil! Deswegen bin ich doch hergekommen. Krass. Und die ganze Zeit hat es nicht gebissen. Und dann nimmt man sich das Handy zur Hand und das Ergebnis ist ein richtig geiler Giebel. Mega. Der Biss müsste da drauf sein. Die Angel ist einfach krumm gegangen. Geil, das macht Laune. Tja, und gebissen hat er, Auftriebsperle, drei Maden. Krass. Ich hätte eher gedacht, dass auf dem Bodenköder was kommt, auf den Dumbel. Aber ich musste mich jetzt auch ganz langsam hier ranarbeiten. Man merkt, da geht so eine Kante runter. Und durch dieses Hochwasser muss man ziemlich dicht an Schilf werfen. Sobald er auf die, naja, das muss richtig schräg runtergehen, auf die Kante zu weit rechts liegt. Merkt man richtig, wie der 20 Gramm Korb runterrollt und dann, wenn er vielleicht zu weit unten liegt, schwimmen da vielleicht die Fische gerade nicht rum. Aber egal. Absolut geil. Mega. So stellt man sich das doch vor. Und was für ein schöner Fisch wieder. Okay, dann werfen wir da wieder hin. Vielleicht kommt ja noch so einer raus. Oh, mega. Tja, und das sind so eine richtig spektakulären Bisse, was einfach Spaß macht. Ich habe es ja vorher leider nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe gerade wieder das Handy zur Hand genommen. Ich bin gerade dabei, einen kleinen Instagram-Post zu machen. Bei Instagram sind wir natürlich auch vertreten. Da könnt ihr uns gerne auch immer schreiben, weil bei YouTube kann man ja nicht schreiben, da kann man nur einen Kommentar quasi unter das Video lassen. Könnt ihr gerne jetzt machen. Ja, könnt ihr mal Hallo schreiben unter das Video. Aber Instagram kann man sich ja gut austauschen. Ja, da muss man ab und zu mal ja mal ein Bild da mal posten. Ja, und ich bin gerade wieder dabei, weil, wie gesagt, keine Ahnung, 20 Minuten hier, nicht ein Zupfer. Ja, und
dann überlegt man, okay, was müsste man machen, was wäre, wenn man selber Fisch wäre. Also habe ich mich jetzt, weil der Wind steht wirklich die ganze Zeit an dem Schilf dran, habe ich mich jetzt so ganz langsam quasi hochgearbeitet mit den Körben. Und auf der ganz linken Route, die natürlich dann so dicht wie möglich am Schilf hier links liegen kann, kam der Biss. Und ich habe es, wie gesagt, ich habe es selber nicht gesehen, ich habe bloß gesehen, dass unten mir die Angel entgegenkam, also die ist quasi rumgerutscht. Ja, ich habe die Bremsen so, na nicht zu, man hat es ja, wissen nicht, ob man das gehört hat, der ganz kurz ging an der Bremse, aber so zu, dass der nicht Schnur nehmen kann und in den Schilf verschwindet. Und das kann man nur machen, wenn man natürlich direkt vor den Routen sitzt, also wenn man hier irgendwo mal weggehen sollte oder was, das geht natürlich nicht. Aber ich sitze hier direkt vor, also konnte gleich die Angel nehmen und mega. Ein richtig guter Fisch, denke so um die 40 cm rum. Na, schauen wir mal. Mal schauen, also für mich hat es schon gelohnt, hierher zu fahren, nochmal zu gucken. Die sehen noch echt gut aus, die Fische, also dass sie nicht irgendwie krank sind oder verbuttet oder so. Schon allein nicht mit der Größe. Und wie gesagt, das ist hier so ein Überraschungsding. Wer weiß, was man hier so auch noch fangen kann drin. Mega. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, die Kamera unten ist wieder scharf. Wie gesagt, hoffentlich der Biss war drauf. Und vielleicht sehen wir uns ja gleich zum nächsten Drill. So, jetzt ist es ganz interessant gerade, weil wir, jetzt wollte ich es gerade aussprechen, weil wir gerade windstill hatten, hat man gesehen, wo jetzt die rechte Rute hinten liegt, sind jetzt zwei Blasenteppige. Und diese Giebel, die machen so ganz feine kleine Blasen, wenn die so da so rumwühlen, das sind dann so eine richtig schöne so eine Spuren, so eine kleine Teppiche, die sich so bewegen. Und genau da hinten, wo der Futterkorb liegt, da sind zwei so eine Blasenspulen. Also da sind auf jeden Fall gerade Fische unterwegs. Ich habe jetzt noch nicht in der Rute gesehen, dass sich die Rute mal bewegt. So was hat man ja auch öfter, wenn die erstmal so in die Sehne unten schwimmen. Mal gucken. Ja, da ist ja der kleine Dumble dran mit den Mahnen. Mal gucken, ob der Bodenköder vielleicht jetzt da aufgesaugt wird. Puh, hat das angezogen. Und so wie es wieder kalt geworden ist, beißt es doch nicht mehr. Gut, was heißt beißt nicht mehr? Ich glaube, ich habe zwei Bisse und habe einen Fisch. Einen richtig schönen Fisch. Aber jetzt ist irgendwie, weiß ich nicht. Also da hinten, ich habe jetzt beide Ruten auf die Blasenteppiche geschmissen, die da hinten hin und her ziehen. Also da schwimmen die Fische wirklich hin und her. Ob sie da fressen oder wirklich bloß grundnah hin und her schwimmen oder sich ein bisschen bewegen, weiß ich nicht. Ja, der Wind hat jetzt so nachgelassen. Ich werde die Kamera mal drehen und da mal direkt aufhalten. Mal gucken, ob ich das hier so eingefangen kriege, an mir vorbei. So, mal gucken, ob wir das dann scharf kriegen da hinten. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Zwischen den beiden Ruten, da seht ihr das. Da kann man es jetzt wirklich wunderbar sehen. Das, was ich meine, sind so diese Blasenspuren und Teppiche, die da hinten hin und her ziehen. Also die Fische sind da unterwegs. Aber ob sie da fressen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann auch, wie gesagt, nur sein, damit sie sich da unten hin und her bewegen auf diesen Schlamm. Da sieht man das auch noch. Also kommen immer wieder mal so eine schönen Spuren, aber leider keine Bisse mehr weiter. Da kommen sie wieder hoch.
Tja, sehr interessant die ganze Sache. Aber wie gesagt, ich krieg kein Biss mehr. Vielleicht habe ich auch die kurze Beißzeit noch erwischt. Kann natürlich auch sein. Hat ja kurz nachdem wir hier waren, hat es ja schon gebissen gehabt. Vielleicht. Naja, wart noch Beißzeit. Und man merkt, es wird wirklich von Minute zu Minute kälter. Es wäre noch wieder 0 Grad die Nacht. Also, es ist echt kalt noch. Auch das Wasser hier. Das ist echt kalt. Mal gucken. Mal gucken, ob noch der Abschlussfisch noch mal beißt, so ungefähr. Ja, schauen wir mal. Anne ist unterwegs und wenn die mich abholt, dann ist Einpacken angesagt. Jetzt haben wir noch, naja, ich sag mal noch eine halbe Stunde. Halbe Stunde ist noch. Dann waren es 2 Stunden Angeln. Bis jetzt 2 Bisse, 1 Fisch. Ich weiß nicht, ob der andere Biss, der müsste ein Jo drauf sein. War genauso ein Biss, dass die Angel so schön krumm gegangen. Mal gucken, ob der auch so drauf ist. Aber man sieht das da hinten immer wieder. Immer wieder kommen da einzelne Blasenteppiche. Ja, und das sind doch keine Grundblasen oder sowas, weil Grundblasen kommen meistens immer so auf einer Stelle, so blub, 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 blub hoch. Und das ist wirklich, da sieht man das. Manchmal ist das so eine Spur, manchmal ist das so ein richtiger Teppich, der sich bewegt. Aber die Fische wollen nicht mehr. Oder auch noch nicht so richtig. Vielleicht haben wir wirklich den einen erwischt, der sie gedacht hat, ach, 3 Mahnen, die nehme ich mir. Man weiß es nicht. Wie gesagt, hoffentlich melden wir uns gleich oder sehen uns gleich nochmal. Wenn die Hose immer krumm ist. Schauen wir mal. Guckt mal da. Meine Abholung ist da. Ja, sozusagen. Du bist ganz kalt. Ich bin ganz kalt. Ich bin echt durchgefroren, ja. Es ist nichts weiter passiert. Wirklich nur, wie gesagt, der eine Biss, der eine Fisch. Dann, glaube ich, nochmal ein Biss. Wie gesagt, ihr werdet es auf der Kamera sehen. Und das war's. Vielleicht ist die Zeit hier dafür noch nicht reif, weil man muss auch sagen, der See ist verdammt tief auch. Mhm. Also wir wissen noch nicht so 100%. Vor allem in der Mitte war das. Ne? Genau, okay. Wie tief der ist, aber vielleicht ist der so tief, dass der sogar hier irgendwo eine Sprungschicht hat und dass die Fische alle irgendwo hier mittendrin stehen. Und den ich da wirklich hier abgekriegt habe, keine Ahnung, der hat es verpasst. Oder ich weiß es nicht. Den habe ich gerade aus dem Winterschlaf geholt oder so. Aber ein richtig, richtig geiler Fisch. Dafür war ich hier. Eigentlich noch für die Überraschung, die... Oh, die Angel hat gerade gewackelt. Für die Überraschung, die hier eigentlich drinne sind. Aber die wollte der... Nee. Das ist bestimmt noch kein Sonnenbarsch gekriegt, wa? Sonnenbarsch oder nicht, stimmt. Nein. Die gab es ja hier auch drinne. Da hinten sieht man das wieder, die Blasenteppiche, die kommen. Also ich denke eher, dass die Fische wirklich so träge da auf dem Grund ein bisschen so hin und her schrubbeln. Aber das war dann auch. Aber ich sag mal, in 2 Stunden einen richtig geilen Fische fangen ist auch okay. Und jetzt geht es ab ins Warme. Und ihr geht auch mal raus. Sucht euch auch mal so eine Teiche hier raus. Ihr seht ja wahrscheinlich die Umgebung. Man kann sich nicht in Ruhe in einen Stuhl setzen und die Natur genießen. Aber man kann hier drinnen in so einem See echt geile Fische fangen. Probiert das ruhig mal aus. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag, 19 Uhr wieder. Mal gucken, bei was für einem Film. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal in Kommentare schreiben. Könnt ja mal reinschreiben. Auf was für Fischarten angelt ihr so? Seid ihr vielleicht sogar an der Ostsee unterwegs? Auf Hering, Hornecht und Co. oder was auch immer. Wärst du auch gerne, wa? Könnte ich auch mal machen. Mal ein Hornhecht angeln. Habe ich auch noch nie gemacht. Vielleicht. Aber egal. Wie gesagt, ihr werdet sehen. Schreibt es einfach mal rein. Dann sehen wir uns nächsten Freitag 19 Uhr wieder. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Oh, bis bald. Baby.